Wir sind Partner des Demografiekongresses 2014, weil wir mit unserer Arbeit die Unternehmen darin unterstützen, demografiefest zu werden. Das heißt, durch betriebliches Gesundheitsmanagement unterstützen die Unternehmen ihre Mitarbeiter darin, gesund zu bleiben, motiviert zu bleiben und sie erhalten ihre Arbeitsbewältigungsfähigkeit. Dadurch werden die Unternehmen nicht nur attraktiver für potenzielle Bewerber, sondern vor allem auch für ihre eigenen Mitarbeiter. Mein Name ist Anke Laro Jakob, ich bin Leiterin des Zentrums für betriebliches Gesundheitsmanagement in Wiesbaden, der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Die BAD GmbH betreut in Deutschland und Europa mit etwa 3000 Experten ungefähr 250.000 Unternehmen mit etwa 4 Millionen Mitarbeitern in den Bereichen Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik und zwei weiteren Schwerpunktthemen, nämlich betriebliches Gesundheitsmanagement und Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. Mit meinen 12 Mitarbeitern im Zentrum für betriebliches Gesundheitsmanagement betreue ich Unternehmen in der Rhein-Main-Region rund um das Thema Gesundheit. Das reicht von Gesundheitstagen zu den Spezialthemen Rücken oder Stressmanagement, Herz-Kreislauf, über langfristige Gesundheitsprogramme, wie zum Beispiel Gewichtsmanagement, Training oder Rückencoaching, bis hin zur Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung, die Individualberatungen der Mitarbeiter oder Führungskräfte durchführt, Vorträge oder Workshops, zum Beispiel zum Thema gesunde Führung oder Umgang mit belasteten Mitarbeitern, die aber auch die Unternehmen im BEM-Prozess begleitet, also im betrieblichen Eingliederungsmanagement und auch die Unternehmen in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen begleitet. Da es aber auch um das Thema psychische Gesundheit geht, nicht nur um den Körper, um die Fitness, haben wir auch die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung hier vor Ort präsent, sodass sich die Teilnehmer auch zu dieser Dienstleistung erkundigen können. Was bedeutet es, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung? Also es geht über das, was man als EAP kennt, weit hinaus. Zu den genannten Themen können Sie gerne auf uns zukommen. Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei.